Spike, was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. So, frisch ausgeschlafen geht es weiter. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Weiter geht's hier in Dying Light. Ja, ich habe den Koop-Modus freigeschaltet. Den müssen wir einmal testen, aber jetzt machen wir ein bisschen weiter in der Story. So, Stromausfall. Sprechen Sie mit Spike. Wo ist denn der wieder? Das ist irgendwo in die Richtung. Lass mal irgendwie rauskommen. Möglicherweise irgendwo rauskommen, ohne dass wir da gegen 100.000 Zombies arbeiten müssen. Ah, da ist einer. Ja, da eine verprügeln wir schon mal. Ist da nichts in der Hand? Ist er die Ausrüstung? Jetzt hat er noch was. So, jetzt geht's geschaut. Jetzt ich kann wieder abdrehen da. Wie ist denn Alkohol mit eigentlich? Ah, da kann man rein, schau. Ein Müsli-Riegel. Ein Vitamin ist ja nicht schlecht. So, was für Richtung müssen wir? In die Richtung müssen wir. Hüpf rauf. Sieht das rauskommen, oder was? Hast du aus der Hütte da? Das könnten Schwestern sein, hm? Na. Prügeln müssen wir schon, weil immerhin wollen wir doch ein bisschen unsere Kampftechnik aufleveln. Und da schadet sicher, wenn wir den einen oder anderen Gegner mal in die Mangel nehmen. Wo ist denn der, sag einmal? Aber doch, dass mir das runterhaut. Das einzelne schnappt man schon, gell? Und aufpassen, dass nicht gleich da mehreres kommen, dass auch noch einer kommt. Du kriegst einen auf die Mütze. Oh, jetzt müssen wir schauen, dass sie weiterkommen. Bitte, Sie haben nicht aus, aber ich habe die Fertigkeitspunkte in der Aktion, die ich dann machen will. So, wo ist denn das bei Kupinnen da? Jetzt da damit da rum. So, auf der Rückseite von der Bude. Achso, in das Lager muss ich rein. Ja, das können wir so machen. Zack. Sicherheitszone, alles im grünen Bereich. So, Spike, dann erzähl doch mal. Was gibt's? Crane, eins vorweg, du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Späher zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? So, sprechen wir jetzt mit Spike. Ist erledigt. Oh, Fertigkeitspunkt erhalten. Oh, schauen wir gleich mal rein. So, und zwar haben... Oh, schau. Überall. Überlebensrang. Schau mal. Ich kann mir freischalten. Lernen Sie, den in Ihrem Rucksack vorhandenen Raum effizient zu nutzen, erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots. Oder lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die Sie zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder Sie Angriffe gegenüber widerstandsfähiger machen. Das ist eine gute Frage, was wir jetzt nehmen.
Ich würde fast sagen, ich nehme einen dicken Rucksack mit. Oder? Waffenloser wäre genug eigentlich. Brauche ich nicht so. Passt, okay, das haben wir. Dann Fertigkeitenbaum. Wendigkeitsstufe ausweichen. Erforderlich Wendigkeitsstufe 2. Weichen Sie Angriffen aus, indem Sie zur Seite oder nach hinten springen. Bewegen Sie sich in die jeweilige Richtung und drücken Sie zum Ausweichen RB. Okay. Das schaltet man frei. Zack. Und hier haben wir noch was. Ausknocken. Lernen Sie mit größter Präzision anzugreifen. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Nehmen wir auch mit. Okidoki. So, jetzt können wir schauen, ob wir da irgendwas machen können. Da können wir nichts bauen, Dietriche haben wir. Bauen wir uns noch ein paar, weil es wurscht ist. Böller. Plastikteile brauche ich da. Mal schauen, da haben wir Pflanzenzeug, Aufputschmittel. Da kann ich noch nichts machen. Molotov-Cocktail auch nicht. Da fehlt mir einfach noch zu viel Zeug. Das Inventar ist zwar recht voll, so schauen wir mal, was ist da meist auch darüber rein, dass wir einfach noch ein bisschen mehr haben. Und das Wasserrohr können wir jetzt legen, gell? Also, nein, ich habe uns aufgefallen, dass wir quasi was bauen wollen. So, jetzt muss ich darüber. Gut so. Berichten Sie dem Jirai vom Treffen mit dem Anführer des Turms. Gut, dann. Schauen wir, was wieder rauskommen. Der Turm ist die Bude da. Wo kommen wir da rein? Da vorne. Ja. Seid nicht nervös, Freunde. Safe Zone. Der Fit muss uns sein, wenn man da rein will. Ich glaube, in Natura könnte das, glaube ich, nicht. Auf der Wand draufklettern. Oder gibt es einen Shop? Da schauen wir jetzt mal schön rein. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Schau mal, was ist denn von mir? Also. Wir können ein bisschen was verkaufen, gell? Verkaufen. So, das haben wir daheim. Schauen wir mal, was können wir weiter? Tasche, kleine Tasche mit kleinen Edelsteinen. Brauche ich die? Die brauche ich doch eh nicht. Ich verkaufe sie mal. Zigaretten brauche ich auch nicht. Verkaufe ich auch. Alle verkaufen. So, Blechdose, Alkohol, Klebeband. Na, das heben wir uns ein bisschen auf. Ist gescheiter. Fertigungsteile, genau. Sonstiges. Das heben wir mal auf. Wertsachen, viel mehr Kaffee. Das verkaufe ich mal. Kaffee trinke ich nicht so viel. Ah, rückkaufen könnte. Ja, okay. Und kaufen könnte es. Pass auf, jetzt brauche ich dieses. Was Plastikteile brauche ich? Ah, hat er nicht. Oh, ich kaufe mir ein paar Böller. Das wäre eine Idee. 5 Stück kaufen wir mal. Das muss reichen. Chemikalien brauche ich auch für irgendwas, gell? Das haben wir noch in Erinnerung da. Okay, Batterien. Stromkabel. Kaufe mal, weil es wurscht ist. So. Passt. Dankeschön für den Deal. Das heißt, muss ich irgendwie, wo muss ich denn hin? Nach unten? Was? Ach so, Stiegenhaus. Falsche Seite. Was hast du gemacht, als die ganze Sache losging? Aufputschmittel Tempo kann ich herstellen. Ist der Typ draußen? Gibt's das? Wo ist denn der? Ah, okay. Jetzt bin ich umsonst dahin gelaufen, aber da soll irgendwo sein. Crane hier. Bericht. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Also müssen wir jetzt einen Blick auf die Umgebung da machen, die schaut schon großartig aus. Da kann man jetzt wirklich nicht jammern. Sie wirkt sehr lebendig, ja, gut befüllt, es rührt sich immer irgendwo aus. Ob es diese brennende Tonne ist, die Palmen, die im Wind wedeln.
die Zombies, die herumlaufen, das Zeug, was herumliegt, das schaut schon sehr gut aus. Man steuert sich total super, flüssig alles und es spielt sich wirklich gut. Treffen sich im Turm mit Bracken. Na dann gehen wir im Turm. So, das Lieferanten-Symbol war ja da. Dahinter aus. Das ist ja mit der Quartiermeister. Was kann ich mit dem machen? Rollgabelschlüssel. Multitrichmilchet Nägel. Nö. Also die kriege ich ja so, oder was? Da schau her, das kann ich einfach so nehmen. Gut, wunderbar. Freut mich. Ich kann einen neuen Gegenstand herstellen. Schauen wir, was das sein sollte. Und zwar sehe ich das da bei Entwürfe. Dietrich kann ich herstellen, ein Medikit kann ich herstellen, Alkohol und Mull. Warte noch, vielleicht brauche ich das für was anderes. Oder mit Alkohol, Mull, nein, brauche ich da nirgends. Wurfwaffen, Molotov-Cocktail, da brauche ich Alkohol, da brauche ich eine Schnur. Oder Plastikteil, Mann! Na, da warten wir es noch. So, gehen wir weiter. Und zwar da mit Lift. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Ja, schauen wir, ob wir wirklich treffen. Ob denn was dazwischen kommt. Was hat er da eigentlich? Was ist denn der für einer? Das ist auch ein Händler. Okay, jetzt mehrere Händler. Für was soll das gut sein? Verkaufen? Kaufen? Was hat denn jetzt? Hat der Plastik oder auch nichts im Angebot? Nö. Das ist selber, was der andere gehabt hat, oder? Cricketschläger, Wasserrohr. Boah, Franzose. Das ist eine große, riesige Wasserrohrzange. Na gut, dann halt nicht. Dann schauen wir weiter. Was ist denn für Rufzeichen? Moment, Rufzeichen heißt doch meistens auch irgendwas. Sidequest, ha? Timur. Gute Arbeit, 31. Crane, richtig? Ja, genau so heiße, mein Freund. Aber hat nichts zu tun für mich. Crane. Hör zu, Bracken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Weißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht, haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Bracken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Zum Teufel nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Da bin ich doch immer bestens motiviert. Lena, vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Bracken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Ja, total gern geht zu den Zombies raus, sicher. Himmel, nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Ach so, weißt du das? Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Ja, das wir brauchen, glaube ich. Oder befürchte ich eigentlich? Jade, auf ein Wort? Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann.
Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Okay. So, was heißt, neuer Aufdruck? Neuer Tagebucheintrag. Steuerbasen rum, die Fährte aufzunehmen. Na bitte, machen wir doch dort. Suchen Sie nach Ghazis Versteck. Also, Sidequests. Was haben wir da jetzt oben? Leute, mit denen ich quatschen kann. Wird mir angezeigt, diese Rufzeichen. Schauen wir, was wir mal Informationen so kriegen. Bahir, bist du das? Was ist da los? Hallo? Ah ja, doch. Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Hört ihr das? Ich krieg's nicht hin. Willst du's versuchen? Machen wir es erst da. So, knacken einfach. Na dann, her damit. Du musst dieses Schloss knacken. Eieiei. Huch. Na, ganz schlecht. Also ich mag diese Knackart und Weise, wie das hier ist. Da drin sind wir. Sicher bin ich gut. Ich bin der beste Mann da. Ah, hier? Bist du da? Hilf mir! Wo bist du denn? Ach, da liegt er rum. Na, verwandelt habe ich sie noch nicht. Ich kann mich nicht rühren. Mir explodiert gleich der Brustkorb. Verwandelst du dich? Nein, nein. Die Schmerzen gingen los, als ich Antizin nahm. Oh, da auf dem Boden. Du hast falsch erwischt, hä? Dieses Zeug ist Müll. Was? Eine Fälschung. Wo hast du's her, Bahir? Bitte, ich brauche einen Arzt. Sag mir erst, woher du's hast. Geht nicht, hab's versprochen. Der Kerl ist nützlich. Bringt mir Sachen von draußen. Die gepanschten Antizin. Und wenn das Kinder kriegen, sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein! Dann sag mir, woher du's hast. Yusuf, einer der Späher. Merkwürdiger Kerl. Er lebt auf dem Dach. Okay, ich hol Dr. Lena. Aha. Bitte, beeil dich! So, Lena, wo ist die Lena? Die Lena ist da drüben irgendwo. Hast du ihn erledigt? Was? Nein, er verwandelt sich nicht. Braucht aber einen Arzt. Genau, Arzt suchen wir gleich. Wo ist sie? Da, guten Morgen. Halt. Nein, ich muss runter, Mann. Auf die Symbolik muss ich. An die Symbolik muss ich erstmal gewöhnen, also genau das ist schau. So, also da ist runter und noch weiter runter, Mann. Da laufe ich hin und her. So, da rüber, da rein, da her, da her, da her. Und das ist aber richtig. Sie sollten sich das ansehen. Falsche Chargennummer. Ist das eine Fälschung? Jemand im 21. hat's geschluckt und kann sich jetzt nicht mehr rühren. Aman, geh zu ihm. Wo hat er es denn her? Von Yusuf, einem der Späher. Er wird es kaum hier herstellen. Jemand muss es ihm liefern. Ich red mal mit Yusuf. Je eher, desto besser. Tun Sie ihm nichts. Sprechen Sie mit ihm. So, Yusuf, wo ist der? Das ist wieder am Dach oben, glaube ich, gell?
Was haben wir es geheißen? Das heißt, wir laufen wieder rauf. Ist gut für die Fitness. So, die Frage ist nur, wo er da ist dies. Bist du das? Nein? Du wirst eigentlich ganz oben sein. Halt. Ja, wir sind nämlich einfach nicht die Rampe, gell? War nur einfacher. So, rauf, mein Freund. Rauf da. Na, bis zwei da oben. Aua. Wo bist du denn? Wo versteckt er sich denn? So also einen netten Aussichtspunkt, aber da ist er auch nicht. Vielleicht war das doch der Typ, ha? Bist du der Yusuf? Nein, bist du nicht der Yusuf. Da sitzt er. Das muss er sein, oder? Yusuf? Willkommen bei Yusuf. Was du suchst, ist schwer zu kriegen? Dann frag Yusuf. Yusuf hat alles, was du brauchst. Ich brauche Antizin. Aber ja, natürlich. Freund, heute ist dein Glückstag. Nein, so, Yusuf, so es ist dein Glückstag. Du kannst reinen Tisch machen und mir sagen, woher das gefälschte Zeug stammt, das du Bahir verkauft hast. Bahir? Bahir, sagst du? Ich kenne keinen Bahir. Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben. Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts? Ich hab den Kerlen ganze 10 Ampullen abgekauft. Für gutes Geld. Kerlen? Ja, das ist eine heikle Angelegenheit. Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus. Da ist ein Gebäude neben der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht, wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay, die restlichen Ampullen verbrennst du. Aber die waren schweineteuer. Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst, wird's um einiges teurer. So, Yusuf gefunden. Das heißt, ich jetzt zur Apotheke. Zum Bento, wo ist denn das? Da müsste ich da runter natürlich. Cool ist, wenn ich da runterhüpfen könnte. Das ist mein Weg der Spar, aber nö, das schaut nicht gut aus. Das ist schon ordentlich hoch. Da will man einen Fallschaden eher nicht riskieren. Das Problem ist, wir müssen die Tür wieder finden, die war ja vorne herum gewesen da. So, da geht's rein. Ja, Fitnessrennen, Bursch, da kannst du schnaufen. Schaut rein, wenn du ein bisschen aktiver wirst. So, denn diese Rufzeichen mag ich ein bisschen folgen da. Ja, sehr, da habe ich trainiert. Wenn's weh tut, machst du's richtig. Komm schon. Ach so. Was bist du da? Pass auf, ich muss hier weg. Ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort bringen. Also der Turm dürfte der einzig sichere Ort sein, den es gibt. Der sicherste in den Slums vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir, wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und das bin ich. Bring mir eine Waffe und der Schlüssel ist dein. Genau wie die Sachen im Laden. Da schau her, da hat uns das Ding hier auf. Gut, gut. Wenn's weh tut, machst du's richtig. Komm schon. Mach noch 10 mehr. Ja, die Fährte nehme ich jetzt noch nicht auf, oder? Heute müssen wir mal reinschauen, wie das ist mit den Quests. Sollen das ja alles da erst anfangen? Ah ja, da haben wir die Nebenquests, okay. Du jammern und fang an zu überleben. Hoppala. Und die müssen jetzt auch drinnen stehen, oder? Quests? Genau, familiärer Notstand. Finden Sie eine Schusswaffe? Ja, okay. Ah, das ist auch nicht, dass man sie jetzt dann anklicken kann und dann entsprechend diese Quests machen kann. Cool. Die sind erledigt, die Nebenquests und die Storyquests. Ja, und die gute Nacht, Mr. Bahir. Da werden wir nächstes Mal weitermachen. Für dieses Mal lassen wir es wieder gut sein. Sage danke fürs Zuschauen. Würde mich über Feedback und Kommentare freuen, wie euch das Game allgemein gefällt, wie euch hier mein Gameplay, mein Let's Play gefällt. Und ja, wenn es euch gefällt, dann bitte nächstes Mal wieder mit dabei sein.
Das war's vom 1.7. Pfiat euch. Tschüss. Ciao. Euer Bitwalker.